Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und zurück in Karls Festung. Ah ja, frohes... Klaals ist Latte. Besserwisserin Mathilde ist auch am Start. Und nochmal frohes Neues und so, ne? Ja, müssen nochmal für den Schlipperking da rein, ne? Oder? Ich hoffe, das sind keine... Achso. Brauchen die erste Statue. Kann ich nochmal ganz kurz Eisen haben? Ja. Bitteschön. Mehr Eisen habe ich aber nicht, ne? Nö, ist okay, aber damit kann ich vielleicht ein bisschen mein Kriegshammer hier, mein Eisen ein bisschen reparieren. Habe ich auch. Gut, danke. Oh, müssen wir diesen Sausack schon wieder erlegen. Mal gucken, ob er überhaupt da ist. Ja, sieht so aus. So. Seine Kumpel sind auf jeden Fall wieder da. Ich habe eine Idee. Wir gehen kurz rein, machen Krach und gehen wieder raus. Oder, warte mal, wir gehen hinter die Tür und locken immer so ein, zwei an, bis die Tür wieder runtergeht. Okay, mach mal. Ja, 1-2 immer, ne? Ja, okay. Ich hab's versucht. Vielleicht sind die Truhen ja auch wieder voll. Das erwarte ich, wenn die Gegner ja auch wieder da sind. Das wäre ja wohl das Mindeste. So. Wie gesagt, ich habe nicht mehr viele Schlangpfeile. Ja. Das wird Ach ja, schon. Der hatte ja noch seine Kumpels dabei. Unsere Jungs machen das. Ja. Mist. Hallo. Wir müssen ihn von dir ablenken. Oh, der schwedelt da mit seinen Waffen rum, ist unglaublich. Wir haben dich einmal besiegt, wir werden dich nochmal besiegen. Ja. Wobei er sieht cooler aus als der Schlipperking, ne? Ja, das stimmt schon so. Und ich spare mir jetzt einfach mal meine Giftpfeile. Ich habe nicht mehr so viele. Oh, und das Essen von unseren Jungs ist aufgebraucht, sehe ich gerade. Das Essen was? Das Essen von unseren Jungs ist aufgebraucht. Die heilen nicht mehr von alleine. Ach du Scheiße. Das heißt, ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass die genügend Heilpfeile abbekommen. Mein einer Bogen ist weg. Ich habe nur noch zwei Bögen. Ach, jetzt ist er wieder da, Wartenbank. Ihr kleiner Wurm, Heilung für dich!
Ah, aber der ist ja auch schon wieder fast zur Hälfte. Oh, aber ich habe leider kein Wasser mehr. Ja, ich habe trotzdem Angst wie ein kleiner Wurm. Warte mal, wo bist du? Soll ich dir mal ein Wasser mal rausschmeißen? Nee, geht noch. Ich habe gerade mein letztes Wasser getrunken. Ich habe auch noch Feuerwasser, aber ich weiß nicht, ob ich vom Feuerwasser eher durstig bin. Feuerwasser klingt nach Alkohol. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob ich das unbedingt im Dungeon ausprobieren muss. Nee. Macht dein Kollege auch da mal mit? Keine Ahnung, vielleicht müsste ich den mal... Nee. Der hängt, der hängt. Toll, Leibeigene sind hier nicht zulässig. Ich kann ihn nicht umstellen. Ich hoffe, ich wieder folgen dir. Scheiße. Diesmal ist das Spiel bugmäßig auf der Seite des Gegners. Ja. Ja, warte, ich lauf mal ein bisschen weiter. Ja, lass mal wieder woanders spawnen. Das ist eine hervorragende Idee. Jetzt ist er draußen. Super. Los, Harald! Greif ihn an! Harald! Wir brauchen deine Schlitzerfähigkeit. Aua, aua! So, ich habe ihm einfach meine letzten Fleischfetzen gegeben. Junge. Ja, ich schieße doch schon extra ganz viel Heilung zu dem hin. Kleiner Wurm wird das schon schaffen. Das Leben, die Heilpfeile. Ja, er ist tot. Er ist tot. Oh, ich habe noch eine Waffe gekriegt. Cool. Ranisan. Was ist das für eine Waffe? Ja! Zweihand-Axt, sag ich. Hammer! Sehr schön. Hammer. Hast du die Statue gekriegt? Die habe ich auch. Sehr gut, ich habe auch jetzt 36 Dämonenblut. Kleiner Wurm, wie sieht's aus? Den geht's wieder gut, okay. Ja, lass uns da die Typen nochmal töten, weil die haben ja. Das sind noch Truhen, glaube ich, ne? Ja. Heidi-ho, du kleine Sausack. Yippie-yay. Schweinebacke. Ach ja, frohes neues Jahr, ne? Habe ich doch schon gesagt. Zur erste Folge dieses Jahr. Nee, das hast du letzte Folge. Nein, frohes neues nochmal. Egal. Blecheimer ist gut. Aua, aua, aua. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Da weiß ich. Danke. Ah, hier, die hat schon alles gelootet. Ist ja der Hammer. Ich habe doch gar nichts gelootet. Oh, echt nicht? Echt nicht. Dann sind die nicht mehr... Ah, doch, hier ist was. Graue Lotus. Ja, nimm ruhig mit. Jetzt habe ich 4 Samen. Aber komischerweise waren die Truhen offen, aber in einer war was drin. Okay. Ah, so. Nochmal 2 Goldmünzen. Sehr schön. Vielleicht jetzt nochmal in die hinterste Flecht. Nö.
wieder zu, du Arschloch. Naja. Dann gehen wir jetzt mal raus. Ganz raus erstmal? Nee, ich will wissen, was noch passiert. Ja, ist wohl stimmt. Ja, wir müssen uns also, ausrüsten. Wir sind ja schon. Wir müssen uns ausrüsten, genau. Also mein Wasser ist alle. Ich weiß nicht, wie viel Wasser du noch hast. Ja, 3 Schlücke kann ich noch nehmen, aber. Ja, das ist jetzt nämlich auch nicht so wahnsinnig viel, aber wir haben die Statuen, das heißt, diese Räume müssen wir nächstes Mal nicht machen, wenn wir es nicht wollen. Und können uns dann ganz hier auf diesen Kartenraum. Ja, komm, gehen wir, machen uns wieder fit quasi. Genau. Bauen wir vielleicht diese Folge noch was? Genau. So, und da sollten wir jetzt durchrennen, weil da ist jetzt dieser 3 Totenkopf Pizza Heini wieder. Ah, den müssen wir nächstes Mal erledigen. Den müssen wir nächstes Mal wieder erledigen, genau. Ich komme in Frieden. Geronimo! Für Saruman. Oder volle Pulle durch. Möge der Macht, der Saft mit euch sein. Genau. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Gib mir deinen Saft. Ja, Fanta 4 früher. Weiß. So. Das war dann Klals Festung Teil 2. Aua! Ja, draußen sind auch welche, dann musst du gleich weiterlaufen. Ja, das ist so gut, wenn die einen direkt erstmal auf den Boden stoßen, wenn man den ersten Fuß vor den Tempel setzt. Genau, rennen wir einfach weg. Was wollte ich sagen? Wo war ich stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Döner. Döner sag ich immer. Das sag ich immer, das darfst du gar nicht sagen. Du rennst, der Typ rennt dir noch hinterher. Was ist, wenn wir den Typen in die Basis locken? Dann müsst ihr doch von allen einfach auf die Fresse kriegen, oder? Eigentlich schon. Mach mal die Tore auf. Komm, komm. Komm mal hier. Komm mal hier. Feiner Totenkopf. Komm mal hier. Hallo, ich hab mal Besuch mitgebracht. Carsten und so. Hi. Wo ist er denn? Ich glaube, du hast den mit... Wo ist er denn? Guck mal. An die keine Ahnung, aber die stützen gerade alle raus. Oh. Hat er keine Lust mehr, oder was? Ey, du. Ja, toll. Ausgerechnet wieder auf mich. Das war ja so klar. So, findet ihr auch alle wieder rein? Also... Die geht nach Hause. Wer geht nach Hause? Die Reliquien-Sklavenfängerin. Kehrt nach Hause zurück. Und die anderen? Und du? Nö, der nicht. Ey du, Schwanz durch. Okay. Wieso gehst du wieder zurück? Bist du dumm? Mach mal Tor auf, geht's wieder rein? Ja, die ist gut. Ich hol mal den Schwanz durch. Ja, du kannst ihn gleich auch Schwanzleucht nennen, finde ich. Einfach nur, weil er sich gerade blöd verhalten hat. Harald, du hast gute Arbeit geleistet. Ich bin stolz auf dich. So. Schwanzleucht ist auch wieder da. So, ja. Das Gold bitte in den Mahlstein. Ja. Geh mal weg. Das Gold abliefern. Ah, ich musste das Silber reinpacken. Ach, Silber musste auch rein, ja? Ja. Goldbarren, Goldmünzen, Silberbarren, Silberstein. Oh, wir haben dann, glaube ich, tatsächlich genug zusammen, Kai. Glaube ich. Na, warte mal, wie viele? Ich muss mal gucken, wie viele Steine wir brauchen. Ah, wir brauchen 200 verderbte Steine. Aber wir haben auf jeden Fall genügend alchemistische Grundsubstanz. Das heißt, wir müssen ein bisschen Dämonenblut farmen noch.
Na, also wenn das durch ist, dann haben wir etwas mehr über 100. Dann fehlen uns noch knapp 90 Dämonenblut. Da wissen wir ja, kriegen wir in einer namenlosen Stadt, kriegen wir gut. Das ist doch geil. Wie kriege ich nochmal Stahlbaren? War das einfach mit Teer oder? Nein, dann musst du hier in den ganz linken Ofen gehen. Ja, warte. Ups. Da werden Eisenbarren zusammen mit Stahlfeuer verfeuert und da haben wir schon 481 Stahlbarren. Ah, da war das. Ja, danke. Bitte. Oh, ich bin angeheitert. Und es wärmt mich auf, das Feuerwasser. Ich bin angeheitert. Ich habe ganz viel Knochen mitgebracht. 324, aber nur 5 Schädel. Okay. Ich habe 6 Schädel. Wo soll. Die graue Lotus-Dinger packe ich mal in den Pflanzenbottich hier, ne? Genau. In die Pflanzenkiste. Kannst du sie vielleicht irgendwann mal einpflanzen? Ja, das war doch ein ertragreicher Tag. Ja, hat sich gelohnt. Finde ich auch. Oh, wir haben 1000 Kristalle. Oh, ich habe jetzt Kopfschmerzen. Das Feuer. Das war. Aha. Achso, mein Bogen ist in der Schmiede. Ich habe nicht das Wissen, ihn zu reparieren. Kannst du ihn reparieren, bitte? Der leichte hirkanische Bogen? Ja, das ist meiner. Willst du keinen richtigen hirkanischen? Habe ich dir nicht mal einen richtigen gemacht? Keine Ahnung, ob du mir sowas gemacht hast. Er wird auf jeden Fall gerade repariert. Warte mal. Ich meine, ich hatte 2 hirkanische Bogen gemacht. Ansonsten kriegst du nochmal einen. Der ist nämlich besser als der leichte. Das wäre sehr lieb von dir, danke. Ja, der liegt immer noch in der Werkbank des Zimmermanns und wartet auf dich. Ach, da liegt der. Du bist ja schon wieder nackt. Ja, weil ich regelmäßig meine Rüstung repariere. Ach ja, da war ja was. Ich möchte ja nicht nackig vor den Gegner stehen und da gegen ihn kämpfen. Nein, das soll mir nicht passieren. Hm. Boah, für den Panzerschild brauchen wir 3 von diesen Schieferrücken-Dinger. Mann, oh Mann. Wow! Die findet man ja so häufig. So. Dann habe ich jetzt meinen Bogen, genau. Die sind auch Eisenkopfpfeile, wenn du brauchst. Ja, ich wollte damit noch ein paar neue Dings machen hier. Heilpfeile. Okay. Oh, ich brauche Wasserkugeln dafür. Ach, siehst du, ich wollte ja noch Kugeleffekte kombinieren. Ja, wie kombiniere ich die denn? Wahrscheinlich, wenn du 2 unterschiedliche Kugeln übereinander wirfst. Oh. Also, wäre logisch irgendwie, ne? Wo haben wir denn Kugeln? So, ich habe jetzt einmal Teerkugeln und einmal Gaskugeln. Das mache ich nicht hier drin, das mache ich draußen. Und dann machst du Bumm.
gucken wir mal. Da wir ja gestern unser, in der letzten Folge unser Feuerwerk nicht abgezündet haben, kommst du auch. Ach, du machst von der. Ich muss erstmal kombinieren. Ich weiß nicht, was passiert. Wie mache ich denn das kombinieren? Keine Ahnung. Ich würde einfach zwei Kugeln übereinander an eine Stelle werfen. Zwei Kugeln übereinander? Nee. Gibt's Brandpfeile? Es gibt auf jeden Fall Leuchtpfeile. Brandpfeile habe ich noch nicht gesehen. Weil dann könnte man das Teer vielleicht entzünden. Kugeleffekte kombinieren. Also Feuerpfeile erstmal nicht. Oder müssten da Feinde reinlaufen vielleicht? Das kann auch sein. Warte mal, vielleicht ist das ja bei Reise genauer erklärt. Genau, lest mal nach. Such mal einen Feind. Nachdem du mit alchemistischen Kugeln experimentiert hast, verstehst du ihre grundlegenden Anwendungsmöglichkeiten, aber die darin enthaltenen Zutaten können nicht kombiniert werden, um verschiedene Sekundäreffekte zu bewirken. Du wüsstest gern, was passiert, wenn du zwei Kugeleffekte kombinierst. Experimentiere mit verschiedenen Kugeln und kombiniere ihre Effekte, um neue Effekte zu erzielen. Die ging ja gar nicht hoch. Zu spät. Ja, die vergiftet ein bisschen, aber. Ah, ich auch. Oh, ich hab's gekillt. Hat aber nichts gebracht. Also diese Kugel-Effekt-Geschichte ist es nicht. Oh, warte mal, vielleicht geht das mit Dämonenfeuer. Teer und Dämonenfeuer? Also diese Sprengstoff-Dinger, ja genau. Ich brauche mit Wasser gefüllte Glasflaschen. Ich hole mal Glasflaschen. Mach mal. So. Teerkugeln und Feuerkugeln kombinieren. Das wäre bombastisch. Ich glaube, in so eine wassergefüllte Glasflasche passt mehr zu trinken rein als in einen Trinkschlauch. Dann nehme ich das nächste Mal so was mit, statt des Trinkschlauchs. Da passt mehr rein? Ich glaube. Ich weiß es nicht. Müsste man mal testen. Also dazu soll ich noch mitnehmen. Mal das Stahlfeuer kurz auf. Machen die Wasserkugeln. Kann sich nun schon. Ja, ich pack da schon mal. Soll ich schon mal die Sprengdrüsen reinpacken? Ja, mach mal. Da. Ja, du machst das. Ich such mal ein, zwei Kudos. Ich hab Hunger. Weißt du, dass wir noch zu essen da haben? Hast du das heute Messer mitgenommen, dass du auch Haut mitnimmst? Habe ich immer dabei. Aber ich habe kein Schlachtmesser dabei. Ah, das Hackemesser ist nicht dabei. Obwohl, ich habe eigentlich eine Axt dabei. Das reicht ja. So. Weil wenn wir da nochmal reingehen gleich, dann brauchen wir natürlich was zu futtern. Also ich zumindestens.
Ja, ich auch. Achso, ich steck mal die Waffe weg, nicht, dass es mich angreift. Ich bin lieb. Oh, ich habe jetzt eine Teerkugel und eine Dämonenfeuerkugel. Es werden gleich noch mehr Dämonenfeuerkugeln fertig. Super. Kannst du dir holen. Probier mal erst mal, aber ob das funktioniert. Ja, klingt logisch. Ja, nee, jetzt Sprengstoff einsetzen. Ah, beides hat geklappt. Ja, siehst du. Also Dämonenfeuer. Schönes Feuerchen. Schön. Brennen. Brennen. Wo waren denn die Kugeln? Schönes Feuer. Mathilda hat Feuer gemacht. Ja. Ah. Oh, Feuerchen aus. Okay. Einen Feind in eine Falle locken und eine Rüstung modifizieren. Ja, es sind noch mehr Dämonenfeuerkugeln da. Also kannst du Dämonenfeuer googeln. Ui, ich fliege erstmal. Okay. Ach, ich wollte noch mal gucken, weil ich wollte ja vielleicht die Farbe benutzen. Sklavenfängern. Hallo? Probieren wir es mal an, Jenkins. Nee, das ist Silent Bob. Egal. Ja, das ist gut. Fliege ich wieder. Und da fliegst du. Das ist nur Rache. Ups. Ein Schlag mit dem Häutemesser und dann habe ich gleich das ganze Ding zerlegt. Okay. Gab 15 Nashornhaut, 5 dicke Haut und 3 exotische Fleisch. Viel zu wenig. Waren hier hinten keine Kudos? Ich weiß es nicht. Die sind doch nervig, die sind doch überall. Ach, hier haben wir mal angefangen, was zu bauen. Ach ja, da war ja mal was. Ich guck mal. Unten. Ups. La, la. Ah. Ziel im Visier. Hä? Das war kein Kudu, aber... Also wenn ich mit einem Häutemesser zuhaue, das bringt, haue ich einmal zu und dann ist das Ding alles weg. Hm. Ist das normal? Hm. Ich versuche mit dem Kudu zu reden. Und was sagt das so? Das hat mich nicht einmal geschlagen. Hm. Wahrscheinlich, weil ich damit kommuniziert habe.
Lecker essen hier. Oh, der... Ah, ich hab mich Hallo gesagt. Wie kannst du? Jetzt zu spät, mit der lässt sich nicht, der will nicht mehr diskutieren. Der hat die Nase voll. Schade. Hast du verkackt? Ja. Oh, guck mal. Was denn? Bring dir den Rekids mit. Nein, verdammt, ich bin überladen. Dann lass ich's frei. Oh. Liegt's im so einen Sack. Oh, das war alles hier an den Viechern. Ja, das sieht cooler aus. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe die Kleidung von Silent Bob umgefärbt. In Gold jetzt, ja? Ich bin gleich wieder zu Hause, wenn ich hier hochklettern kann. Dann warte ich noch mit Jay. Dann kannst den du nämlich Vergleich so die sehen. Beiden vergleichen. Genau. Und ich finde es doch besser, wenn der Metallteil gelb ist, weil das sieht dann so golden aus. Das ist eigentlich ganz cool. Okay. Oh, hi Carsten. Eigentlich mit unseren Zielen aus. Müssten eigentlich noch gut da welche da sein. Jetzt werden es weniger. Ich habe nämlich gerade 300 geschnappt. Ja, dann ab und zu auch mal so ein paar tausend Steine reinhauen. Ich glaube, die letzten Male habe ich 2.000-3.000 schon Steine gesammelt und reingeballert. Ich will nämlich meinen Tempel aufwerten. Ja, ist ja okay. Dafür brauche ich 350. Ich brauchte ja auch welche, um hier die Mauern zu verbessern. Ja, ja, alles so, gut. So, dann guck ich mal. Genau. So. Ja, das sieht besser aus. Mit na, finde ich auch. Dann würde ich Jay auch so umfärben. Genau. Ja, ich glaube, mehr machen wir heute nicht mehr, oder? Nee, ich glaube nicht. Ein bisschen vorbereiten, so nichts Spannendes. Ja, doch, die Hörner brauchen wir noch hier. Jui. Klingt komisch, was du da machst. So. Ja, ich hatte gerade Jay in dieser Sklavenansicht sozusagen und hab sie halt rumgedreht und der Rock ist da so. Doch, das sieht so viel besser aus. Das gefällt mir besser. Das ist schön. Finde ich auch.
Gegner sammeln gehen. Mach das. Dass wir wieder ordentlich Ziegel haben. Ja. Weil wir müssen ja nicht nur einen Tempel aufrüsten oder zwei Tempel, wir müssen ja drei Tempel aufrüsten. Was gibt's denn bei dem anderen danach? Beim Juk-Tempel? Keine Ahnung. Aber ich finde, wenn wir schon so einen Tempel hier stehen haben, dann sollten wir den auch entsprechend anpassen. Nee, ist richtig, kann man ja machen. Ich brauche nur 250 Ziegel für den Seetempel, für die nächste Aufwertung. Okay. Ah, ich sehe gerade, ich habe noch 140 Giftpfeile, kann ich mal mitbringen. Oh, das ist gut. Ah, siehst du, ich könnte mal ein bisschen auf Herzen sammeln gehen. Oh ja. Dann können wir noch mehr Giftpfeile machen. Ja. Das gereinigte Fleisch kann man ja auch essen, hast du gesagt. Ja. Ich überlege gerade, wollen wir uns mal mit den Banditen anlegen? Wollen wir was? Wollen wir uns mal mit den Banditen anlegen? Ja, wollen wir's wagen? Seit wir hier wohnen, haben wir uns ja nicht mehr dran getraut an diese Viecher. Ich hole mir nur mal ganz kurz was zu essen. Ach, ich glaube, ich gehe nochmal. Danach nochmal. Wir sollten auch nochmal richtig jagen gehen. Ist ja nur ein bisschen hier. Können wir machen. Kleiner Wurm, hast du was zu essen? Moment. Nee. Ja, können wir auch wieder machen, Schleimsuppe, ne? Ja. Es gibt nur 100, tut mir leid. Der Rest bleibt drin. Kannst du 100 für den Harald nochmal rausnehmen? Auf jeden Fall, Harald kriegt auch was zu futtern. Warte mal, wo habe ich den Harald? Hier ist Harald. Boah. Okay, ich habe Heilpfeile und normale Pfeile dabei. Ja, ich habe meine Spielsachen dabei und was zum Heilen. Hast du was zum Heilen? Ich habe was zu essen mit. Und Heilpfeile eben. Ich glaube, wir müssen ja nur ins Wasser springen und dann uns irgendwie rechts halten, ne? Irgendwie sowas, das war ja nicht so weit, ja. Was ich meine, hier so und dann Geronimo? Also da bei der Insel. Dann hochtauchen und dann gleich da vorne rechts an der Kreuzung sind ganz viele. Oh, warte mal, ich habe ja auch Teer. Wollte Heinrich echt mal wissen, wo der Weg lang geht? Ja, klar. Krass. Wichtige Sachen merke ich mir. Okay. Ah ja, hier ging es ja noch zum Dungeon. Aber dann unten mal fertig? Nee, ne? Nee, wir haben nur einmal reingeguckt und sind dann gleich wieder rausgegangen, weil wir meinten, wir sind zu schwach. Ja, den müssen wir uns mal aufschreiben in Dungeon, sonst vergessen wir den wieder. Dungeon und Taverne. Habt ihr noch nicht vergessen? Ja, ich schon. Ja, das ist ja nicht mein Problem. So, warte mal, wo könnte man Spaß haben? Warte mal, warte mal. Ich glaube, der da am Feuer ist doch ein gemeiner Kerl. Ich lock sie. Dämonenfeuerkugel dazu. Hab ich vor, geh weg da! Was ist das? Was du? Nein, ich bin hier hin. Los, komm, folgt mich. Habe ich jemanden Schaden zugefügt? Wahrscheinlich. Bleib doch mal stehen. Ich will nicht ins Feuer rein. Oh. Oh, heiß, heiß. Aber unsere Jungs machen die ganz souverän platt hier. Ja. War ganz souverän. Was bist du? Ja, da hinter dir. Ich habe auch das Gefühl, mit legendären Waffen machen wir auch mehr Schaden. Ja, ja. Ich wollte das dann nur mal testen. Oh, ganz viel Silber. Hast du die vorher geplündert? Natürlich, du auch? Ja, ich hab nur einen plündern können.
Hier liegt auch noch einer. So ein kleiner Wurm hatte hier noch den angegriffen. Gut gemacht, sind jetzt leider die Normalbürger. Ist jetzt egal. Jetzt töten wir sie alle. Sicherlich, dass das Gute waren? Ja, weil nur Bogenschütze genannt. Fuck, hast du gesegnet? Ja, das war ich jetzt. Ja, ich habe auch mal gesegnet. Stell dir vor. Jetzt kämpfen wir echt gegen alle, ja. Ah, ist ja fast wie früher. Fast wie in der Brummbrummstadt. Hast du ihn gesegnet? Gut. Ich will ja noch die Tierhaut haben. Okay. Aber wir hatten mal Glück, dass hier mal so ein Typi war, so ein Dingsbums. Träger meine ich ja. Träger-Dingsbums. Hier im Wasser ist noch einer, aber es ist kein Träger. Ah doch, hier ist ein Boss. Sollen wir uns auch noch holen? Jo. Zwei. Oh, das ist mehr als einer. Aber das ist kein Boss. Ne, ich dachte, weil er so ein Schild hat. Einer für dich, einer für mich zum Segnen. Dann mach beide. Ich hol mal den nochmal da auf dem Steg, damit ich hier was sehen kann. Heidi Hau, du. Ja, auch Rumtreiber. Also mit den. Also mit den Waffen, die wir da gefunden haben. Und unseren Kumpels. Der hat jetzt kaum mitgeholfen, der kleine Wurm, weil ich im Weg stand. Den habe ich okay. Fast alleine hingekriegt. Ah, hier gab es auch noch mehr Rumtreiber. Ja, nur kurz. Nein. Kann ich ihn tauchen? Auf C. Falsche Seite. Weil da drunter war eine Truhe mit Silbermünzen und Silberbarren. Schicki schicki. Was? Schicki billicki? Schicki schicki. Achso, nicht Tarkov. So, ich meine, wenn man da in der Mitte da irgendwie war, glaube ich, da auf dieser großen Festung, die in der Mitte ist und da lang gelaufen ist, da waren auch irgendwo noch Umtreiber. Mama. Ja, rechts. Wo ist mein Kumpel? Okay. Nee, hier nicht. Nee, wir hätten da rechts weiter gemusst. Okay, anscheinend kennst du dich hier in der Stadt ganz gut aus, dann folge ich dir. Es ist ganz ungewohnt, dass du bist eher so ein Stadtmensch, was Orientierung angeht. Ja, mit Land kann ich mich nicht so aus. So, hier haben wir auch irgendwo derbe auf die Fresse gekriegt. Ja, das erstmal, als wir hier rein sind, ne? Ich glaube jetzt nicht hier außen, sondern hier auf der anderen Seite. Kommen wir hier links irgendwie weiter? Ich habe keinen Bock zu klettern, es ist so dunkel. Ich kletter jetzt im Dunkeln. So, hier bei dem. Genau. Geh wieder auch runter. Das waren die Händler, die waren nett. Hier im Wasser waren. Warte auf mich, warte auf mich. Siehst du mich noch? Ich, Hasen. Ja, ich sehe dich. So, hier im Wasser müssen irgendwo Arschlöcher sein. Halt! Genau. Ah, macht richtig Spaß, ne? Und die hier, was ist das für welche?
Plünderer. Lass mal töten und die Tiere sind das. Hast du welche? Die machen Aua weh. Ups. Oh, der hat einen Totenkopf. Ich hab sie zerlegt. Aua! Ich Harald. Wurde getötet. Danke, Harald. Aua. Tötet sie alle. Da war ich zu übermütig. Aber es hat Spaß gemacht. Mal wieder so rumzuschlachten macht einfach Spaß. Ja. Vor allem so schnell und effektiv und nicht so draufhauen, warten. Draufhauen. Ja, genau. Boah, die haben voll viel Silber. Oh, Lederfesseln. Klingt pervers. Ja, die sind besser als Rohlederfesseln. Ich kann im Wasser essen. Das ist nicht ein bisschen eklig? Ja, ist ein bisschen nass. Oh, du bist gestorben. Ja, hab ich doch gesagt, ich bin gestorben. Du musst dich überhört haben im Schlachtengetümmel. Ja. Habt ihr da alles bereinigt? Jojo. Kann ein nackter Heinrich sich trauen? Ja. Komm her, Schwengeldongel. Schwing dein Ding! Oh, ist ja friedlich, das finde ich cool. Kleiner Wurm wartet auch auf dich. Ich bin gleich da! Hurra! Hast du alle gelootet? Alle entherzt und entkernt, ja. Und so. Alle gesegnet. Fantastisch. Und ich habe insgesamt 11 Silbermünzen und 3-mal Silberstaub von denen bekommen. Und einmal die Lederfesseln. Das sind bessere Fesseln, als die wir haben. Das hat sich doch... Kann ich zu Hause gleich mal an dir ausprobieren. Ahaha. Hat sich ja voll gelohnt. Vergiss nicht, dir noch dein Herz rauszuschneiden. Ja, ich suche nur das Messer. Wo ist das denn? Und einmal noch die Tränke. Genau. Vielleicht sollten wir uns auch ein paar Aloe Vera Drinks wieder machen. Und das waren noch nicht alle hier, kann ne? Ich machen. Kein Problem. War noch nicht alle. Gibt es noch ein paar? Sind das auch gemeine Leute? Sind die auch gemein? Nö, die sind ganz nett. Ah, hier vorne sind ganz gemeine. Nee, ist eigentlich ein netter, nur unsere Jungs greifen die einfach an. Hey. Also kleiner Wurm greift die an. Das ist ein kleiner Agro-Wurm. Denk dran, dass kleiner Wurm dir noch folgen muss, ne? Ach so, das ist das Problem vielleicht. Scheißendreck hier. Schlacht mir ja echt alle nieder. Wo ist denn der kleine Wurm? Kleiner Wurm! Kleiner Wurm! Mir folgen, kleiner Wurm! Wir töten ja alle! Ach, ist wie früher beim Brummbrumm-Tempel. Ich glaube, wir können uns dann erstmal ein paar Tage wieder nicht in der Stadt blicken lassen. Ja, das glaube ich auch. Upsala. Aua! Okay. Gott, du darfst die... Ja, Herzen! Ich trauere mit euch. Ich ein bisschen. Liegt auch noch einer. Ja, auch.
Ganz schön blutrünstig, wo du heute bist. Da hinten ist noch jemand. Ja, brauchen wir noch Menschenfleisch? Ich habe das Jogmesser nicht mit, aber wir haben auf jeden Fall genügend. Wir hatten letztes Mal schon genügend für Jog gemacht, dass wir den Tempel aufwerten können, sobald wir das Baumaterial haben. Okay, dann können wir abhauen. Sind wir mal lieb hier. Jetzt folgt er mir auch hoffentlich. Ja. Und ich folge dir. Hi, wir haben nichts gemacht. Alles gut. Oh, warte mal. Mit dem kann man reden. Ja, das ist ein Händler oder sowas. Ach so, mit dem hatten wir schon mal. Von dem konnte man einen Emote lernen. Ja, mit dem hatten wir schon mal das Vergnügen. Ja, hatten wir schon mal. Aber es ist gut, dass nicht alle Aggro sind gegen uns über, nur so ein paar. Ja. Den Weg kenne ich. Ich auch. Und ich glaube, wir machen jetzt mal einen Break, weil jetzt müssen wir sowieso wieder alles einsortieren und... Genau. Das kennt ihr ja schon. Na? Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder am besten auch ein Abo für die, die es noch nicht getan haben. Unterstützt Mathilde und Heinrich. Nur so kann unser Imperium hier wachsen. Und nur so können wir euch klar als Festung Teil 3 bieten. Ach so, ohne Abos geht's nicht. Okay. Sag ich jetzt einfach mal so. Okay, dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.